selber, da stellen wir halt immer einen Greenwash-Fall vor und der hatte dich ja besonders hier, so der hier nämlich, ne? Premium Ein Heizöl Plus. klimaneutral. Ah Da ja. hab ich quasi dich durchs Handy schreien hören. Also du hast mir nur geschrieben. Ich habe gedacht so, okay, jetzt müssen wir ihn gleich irgendwie Notfall beatmen. Ja, also tatsächlich hier total Mineralölkonzern aus, glaube ich, Frankreich, behauptet halt eben, ja, wenn du bei ihm Heizöl kaufst, dann ist das klimaneutral und deswegen solltest du speziell bei ihm Ja. Heizöl kaufen. Das ist doch toll, Voll oder? gut. Bayer in Deutschland auch gemacht. Ja. 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 Hervorragend. Hat auch Ja, klimaneutrales Heizöl angeboten. das ist halt irgendwie total geil. So dieses das Ja. ganze Thema Kompensation und so weiter ist nochmal sein eigenes für sich. Das können wir nochmal gesondert aufbohren. Aber das Spannende ist, DU Hart, dass er direkt gleich sich aufs Korn genommen hat, gesagt, hier so mal nicht, Jungs. Hat dann geklagt und dann auch dann eben Recht bekommen. Und Also, dass das ja. überhaupt funktioniert, dass man das machen kann, das ist wirklich. Ja, das ist halt die ganzen Claims, die werden jetzt von der EU jetzt auch bald anders reguliert. Das Ganze wird dann eine Greenwashing-Novelle kommen, die dann zukünftig halt eben so ähnlich wie Health Claims möglicherweise das behandelt. Und das wäre dann eine ziemlich hohe Stufe. Das wäre auch etwas, was wir bräuchten. Ja, was hier der Mineralölkonzern sagt, ist halt eben, du gibst mir Geld und für dieses Geld investiere ich in Kompensationsprojekte. Das heißt, das, was du emittierst, wird an einer anderen Stelle durch eben Schutzprojekte aufgefangen. So, das, also was in der Theorie klingt, okay. So, also hier, so, das sind so Zahlen, die habe ich mal aus so einer Liste abgeschrieben. So, also wir sind dann so bei irgendwie 2,6 Kilo CO2 für 1 Liter Heizöl und dann 3000 entspricht dann irgendwie so etwas, so knapp 8 Da Tonnen. fehlt die Vorkette. Ja, genau, das ist noch nicht mal mit dabei. So, das ist jetzt nur tatsächlich das. Und dann sagt aber total, du musst uns dafür, für das jetzt hier, 49 Euro geben. So, das ist dann hier quasi, damit ist das dann kompensiert. Und wenn man jetzt mal reinguckt, über was würde dann normalerweise eine Kompensation am Kompensationsmarkt kosten. Da sind wir zum Beispiel bei Atmosphäre irgendwie für dieselbe Menge bei 185 Euro. Das heißt, da haben die aber ein günstiges Projekt gefunden. So. Wenn wir jetzt den gesetzlichen CO2-Preis an, also das ist jetzt alles Blödsinnswertung, aber wenn man den CO2-Preis mal anlegen würde für die Menge oder den Uber-Preis, die ja selber auch gesagt haben, eigentlich müsste der CO2-Preis deutlich höher sein, so, und das verrechnen mit der Emission, dann kommen wir auf ganz andere Preise. Und diese echte CO2-Preis, der dann eben auch diese Umweltschäden und so weiter mit einbezieht, da kommen wir auf ganz andere Preise so, ne? Das heißt also, das, was Sie da behaupten, nämlich dass dadurch ihr Heizöl klimaneutral ist, macht selbst, wenn man versucht, das ernst zu nehmen, nicht mal richtig Sinn, weil es nicht das wirklich auffängt. So, ne? Ich habe auch mal nachgeforscht, so welches Projekt das ist. Ich glaube, das geht in irgendeine Biogasanlage in Indien oder so. Also das ist halt Jo. irgendwie, passt alles hinten und vorne nicht. Das ist, ach ja. Aber das ist genau das, wo wir jetzt reinlaufen, nicht? Das, also wir hatten jetzt ja all die letzten Wochen ja auch immer so Flughäfen, die gesagt haben, sie sind jetzt klimaneutral und so weiter. Sowas kommt von sowas.